Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Asterix und Obelix XXL. Da bist du als Obelix hin, ne? Ja. Dann stellen wir uns hier drauf und wechseln zu Obelix. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Und dann haben wir auch direkt den Schalter gefunden damit. So. Alter. Hätten wir das vorher gewusst. Das ist sogar noch ein dreimal. Alter. Komm schon. So. Ich muss das TNT anzünden, ne? So. Zack. Oh, das hat mir sogar Schaden gemacht. Glaube ich. Halt! Wenn du weitergehst, stößt du auf eine unüberwindliche, fest verriegelte Tür. Komm wieder her, wenn du ausreichend viele Helme gesammelt hast. Gut. Dann helfe ich dir. Wieso kann ich ihm nicht einfach die Helme geben, die ich schon habe? Wieso muss ich immer neue sammeln? Oh Mann. Egal. War nur eine Frage. Da muss ich jetzt Obelix hin. Hey. Aua, aua. Oh, diesmal ist in der Mitte sogar was. Aua, ich steck fest. Ich komme hier nicht mehr raus. Alter, dass sowas überhaupt möglich ist. Das ist ja voll gemein. Wie soll man denn gegen die kämpfen, wenn die überall immer ihre Dinger raus haben? Alter, da war richtig voll. Da war richtig voll. Da machen wir das gleiche Spiel eben nochmal. Nur diesmal gehen wir von links nach rechts, damit der Multiplikator direkt am größten ist. Oh, wir haben noch einen Multiplikator hier. Mehr bekommen wir gar nicht. Hä? Ohne die Helme hier sollen wir das jetzt nochmal machen? Was? Was ist das denn? Wieso sollten wir das jetzt nochmal ohne Helme machen? Die Helme hier waren doch schon 200 oder sowas wert. Aha, müssen wir die jetzt echt so zerstören? Aua. Stirb, 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 stirb. Nein. Das war knapp. Stirb. Einfach. So. Easy. Aua. Komm schon. Wir müssen auch mal bald diesen Händler wiederfinden. Weil der kann mir jetzt wieder Stuff verkaufen. Aua. Wieso baut man so einen Kreis auf, so einen unüberwindbaren Todeskreis, ey? Das ist doch voll gemein. Das war lustig. Was war das denn? Ach man, das Spiel ist so schön verbuggt. Aua. Mann. Okay. Ja, dann seht ihr mich jetzt wohl eine Zeit lang einfach fighten. Mann. Okay. Ah, endlich. Meine Güte. Das hat lange gedauert. Ja, was mache ich jetzt? Soll ich jetzt die ganze Zeit diese Leute verprügeln? Wieso habe ich das vorher nicht gesehen? Okay, okay, das muss ich schnell einsammeln, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass die auch despawnen können. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe das Gefühl, die können despawnen. Ah, ja, so farmen ist natürlich viel einfacher.
So. Töte ich die nochmal eben und dann gehen wir eben alles holen, was hier liegt. Ja, die plus 10er Boni kam zu spät. Dezent. Na, guck mal, die können wirklich despawnen. Habe ich gar nicht falsch gelegen. Ich wollte noch einen von denen auf plus 20 haben, weil jetzt habe ich genug. Ja, mal 20 war das nicht plus 20. Kann ich endlich gehen? Das war. Du hast eine. Ich öffne dir den. Der labert so viel Müll, Alter. Caesars Elitetruppen sind hier lang gekommen. Sie haben mehrere eurer Freunde in Käfigen abtransportiert. Okay. Na dann. Also ich weiß noch nicht, wie lange ich aufnehme. Mein Hals geht auch recht gut, deswegen schätze ich mal, noch ein bisschen geht. Wir sind jetzt in Folge 6, glaube ich. Das war meine Mindestfolgenanzahl, die ich hätte aufnehmen müssen. Also ich kann meinetwegen noch mehr aufnehmen. Nur, es sollten halt mindestens 6 sein. Und ich muss heute noch eins hochladen, also sollte ich, glaube ich, gleich am besten nach diesem Level schneiden gehen. Und eins der Videos hochladen. Und dann weiter aufnehmen, oder? Nee, sollte ich eigentlich auch schaffen, wenn ich so ein bisschen aufnehme. So bis Folge 10, bis höchstens 12, sollte ich schaffen. Ach, scheiße. Was ist das denn? Katapult. Und hier habe ich einen Steg zum Schwimmen gehen. Alles klar. Da hoch kommen wir nicht. Da wollte ich nicht rein. Also es muss schon einen Grund haben, warum man hier schwimmen kann. Also da hoch müssen wir auf jeden Fall auch. Aber da kommen wir nicht hin. Oder? Nee. Und mit dem Feuer kommen wir auch nicht durchs Wasser. Also schwimme ich mir ein bisschen durch. Ich gucke mich mal um. Irgendwo können wir vielleicht auf den Boden drauf. Hier. Hier können wir schon mal rein. Oder drauf halt. So, und dann haben wir auch wieder volles Leben. Das ist doch cool. Wie sollen wir denn hier Feuer rübertragen? Irgendwie müssen wir dafür den Knopf drücken. Das heißt, wir müssen irgendwie zu Obelix wechseln. Oh. Ey. Arschloch. Hallo. So geht's am schnellsten. Natürlich kann ich den hochheben, aber nicht diese dicken Legionärstypen. So, dann kann ich dieses... Da muss ich auch als mit Obelix drauf. Wieso bin ich nicht Obelix? Ich habe das Gefühl, ich sollte Obelix sein. Weil hier kann nur Obelix drauf. Also ich bin der Einzige, der eine Fackel benutzen kann, aber ohne Brücke komme ich hier nicht hoch. Irgendwie muss ich Obelix sein, glaube ich. Aber ich kann das nicht einfach so wechseln, oder? Nee. Oh, ich habe die Musik resettet. Was? Wieso wechsle ich denn automatisch, wenn Asterix eine Fackel in der Hand hat? Und woher soll ich das wissen? Oh Mann, ey. Ach, tolle Wurst. Mann. Du mich auch spiel. Zack. Dann kann ich da vorne wechseln. Alles klar. Danke, dass ich das jetzt auch weiß. Spiel. Ich hasse das. Hui. Puff, puff, puff. Ja, wie wechsle ich zurück? Ah, Asterix steht dran und da muss ich... Ah.
Ich muss mich anscheinend beeilen, weil sonst geht auch das... Oh, das war cool. Daran erinnere ich mich sogar noch. So, zack. Und jetzt muss ich mich beeilen. Hi. So, warum auch immer die mir Helme droppen? Weil die haben ja gar keine Römerhelme auf, die haben ja Wikingerhelme auf. Also bis dahin muss ich Feuer bringen. Dann kann ich das anzünden hier. Komm, nimm. Okay. Gut. Das mache ich eben. Ah, ich bekomme leichte Kopfschmerzen. Okay, dann los. Warum auch immer ich einmal hier ein Feuer habe, aber dann hier vorne direkt das TNT anzünden kann. Achso, wahrscheinlich brauche ich das Feuer noch weiterhin. Nein, brauche ich nicht. Er hat das Feuer gerade eben fallen lassen. So, ich hätte gerne den Multiplikator vorher. Oder vorher ist relativ. Wie soll ich denn da hochkommen? Da. Oh, danke schön, dass das im Wasser steht einfach. So. Und mich wurde gerade angeschrieben, zwischen den Folgen, wegen der neuen Maus, die ich ja bekommen soll, was ich ja erwähnt habe. In dem First Assault Video von Montag. Für mich kommt es heute raus. Und ich habe es vorgestern aufgenommen, deswegen war ich komplett verwirrt. Jedenfalls, wer das noch nicht gesehen hat, sollte sich das angucken. War echt gut. Ist mir echt gut gelungen, finde ich. Und das war sehr informativ, auf jeden Fall. So, wir haben schon die Hälfte vom Level geschafft, würde ich sagen. So schön, ich glaube, es lädt hier das restliche Level an dieser Stelle. Schön, wie die Ladebildschirme versteckt haben. Ich kann hier drauf. Und dann fahre ich drüber. Für Obelix aktiviere ich eine Brücke. Und jetzt bin ich Obelix. Yay. Dann stirbst du jetzt. Nein. Oh, Manu. Das wollte ich benutzen, um da oben drauf zu gehen. Egal, ich schaffe das noch. Ich glaube, ich bin zu fett dafür. Egal, ich habe es geschafft, glaube ich. So. Dafür muss ich zwei Schalter drücken. Hi. Ah. Moment. Okay, ich drauf muss irgendwas Schwereres. Ah, okay. Hab's gecheckt. Okay. Gecheckt, alles gecheckt. Zack. Mann, stirb doch. Aha, das war sowas wie ein Legionär. Okay. So. Ja. Das war's. Und dann war es das auch mit dieser Folge, würde ich sagen. Dann schaut ein Video wahrscheinlich für die Playlist. Und morgen bei der nächsten Folge könnt ihr auch noch vorbeischauen. Ansonsten würde ich sagen, ciao. Weiter.